Hallo ihr Lieben, wenn Landfrauen landkreisweit bekannt sind, dann für ihre Kartoffelpuffer. Hallo Conny. Hallo Landfräulein Luise. Du wirst mir das Geheimrezept verraten. Der Grund dafür, dass die Leute Schlange stehen auf jedem Flemingmarkt und auf jedem Kreis-Erntefest. Erzähl mal, was macht das so aus? Ja, ich denke, das sind gar nicht die Zutaten. Das ist das, dass die Kartoffelpuffer auf dem Markt frisch zubereitet werden. Das heißt, sie werden geschält, sie werden gerieben, der Teig wird hergestellt und sie werden abgebacken. Und die Leute stehen Stange, also kein Kartoffelpuffer liegt da irgendwo auf Halde. So wie gebraten werden sie verzehrt. Und das ist das Geheimrezept, denke ich. Das Rezept an sich, Kartoffelpuffer. Kartoffeln, möglichst mehlig kochende Kartoffeln, etwas Zwiebel, bisschen Salz, Ei, Mehl. Und was wir machen auch ein bisschen Milch ran. Das macht nicht jeder, ne? Das weiß ich nicht. Ich persönlich kenne es aus meiner Familie nicht. Ich habe es erst bei den Landfrauen kennengelernt. Okay. So, dann wird es jetzt mal ein bisschen laut. Wir müssen die Kartoffeln reiben. Es ist gar nicht notwendig, die Kartoffeln so ganz fein zu reiben, wie wir es von früher von der Oma kennen, mit so einer Handreibe. Sondern ich mache es einfach mal. Gröbere Stückchen, also Raspel, sage ich jetzt mal, ist bei den Leuten beliebt und man hat ein bisschen mehr Biss. Also nicht erschrecken, jetzt wird es laut. Also wie wir gerade gesehen haben, du hast die Zwiebeln gleich mit reingemengt, auch gleich? Ich habe die Zwiebeln gleich reingenommen. Man hat natürlich immer mal so ein Stück, das nimmt man hinterher wieder raus, das ist kein Problem. Aber wir haben die Zwiebeln gleich mit reingemacht, man kriegt die sonst gar nicht so vermengt. Und das ist ja eine Haushaltsmenge. Wenn wir auf dem Flemingmarkt arbeiten, verarbeiten wir an 2 Tagen 200 Kilo Kartoffeln. Und wenn wir dann, wir arbeiten immer mit so großen Schüsseln als einen Ansatz. Und da ist es natürlich sehr schwierig, die Zwiebel zu verteilen. Deswegen ist es am einfachsten zack, zack. Und vor allem, man vergisst sie nicht. Man tut sich die Kartoffeln hin, tut sich die Zwiebel schon mit dazu. Da muss man nicht in einer anderen Schüssel gucken und hat es vergessen. Das kennt ja jeder. Das ist schon Wahnsinn. Also beim Flemingmarkt hat man das ja wirklich gesehen. Hinterm Zelt, wo es verkauft wurde, saßen die Leute und haben geschält wie die Verrückten und dann auch immer durch diese... Haben wir auch so eine Küchenmaschine? Eine Haushalt, ein bisschen größer als eine Haushaltsmaschine. Und ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung beim Flemingmarkt, das Begrenzende beim Kartoffelpufferbraten ist das Durchlassen des Teiges. Die Frauen schälen wie die Weltmeister, sie braten wie die Weltmeister, aber die den Teig zubereiten, die kommen manchmal nicht hinterher, weil ja doch jetzt noch ein paar Handgriffe kommen und das Reibe- oder Schnitzelwerk ganz schnell heiß wird. Man kann sich's vorstellen, bei 200 Kilo Kartoffeln an 2 Tagen. Ja. So, jetzt haben wir hier die geriebenen Kartoffeln. Und wenn ich jetzt mal gucke, es ist doch ganz schön Flüssigkeit drin. In dem Fall jetzt nicht, Vorführeffekt nicht so viel, aber ihr hattet gesehen, die Kartoffeln hatten wir vorher geschält. Die waren schon ein bisschen trocken von außen. Wenn wir es auf dem Flemingmarkt machen, werden die gut gewaschen und vom Gewaschenen gleich durchgelassen, auch weil, wenn man Kartoffeln ohne Wasser stehen lässt, werden sie schnell braun. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen sind die auf dem Flemingmarkt meistens feuchter. Aber ich zeige es trotzdem, um die Flüssigkeit rauszubekommen aus den Kartoffeln, weiß eigentlich jeder, nimmt man ein gutes Geschirrhandtuch oder eine unbenutzte Meutonwindel, macht den Teig da rein. Hier können wir, glaube ich, alles mit einmal machen. Das ist auf dem Flemingmarkt dann zum Beispiel auch, da müssen Sie mindestens 6-mal so eine Fuhre ausquetschen. Die Flüssigkeit hier alles rein. Und dann nehme ich das Zug zusammen und drücke die Flüssigkeit raus. Wow. Jetzt hier wird es nicht so viel werden, aber es ist eben doch, man sieht es. Ne? Ja, doch eine Menge noch. Und das machen die Landfrauen auch noch mal da draußen. Das wird irre. Alles draußen per Hand gemacht. Und das sind ja Mengen, also da braucht man ja Kraft. Mann. Bemerkenswert. Also wirklich. So, dann kommt Menge. Das ausgequetschte Kartoffelpuffermaterial hier wieder rein.
Und jetzt wird es angerührt. Und zwar auf diese Menge Kartoffeln. Wir haben ein richtiges Rezept von Landfrauen. Das ist aber wirklich auf solche großen Schüsseln ausgelegt. Ich habe es jetzt mal runtergerechnet. Ja. Und da komme ich bei dieser Menge Kartoffeln. Das sind etwa 1,5 Kilo gewesen. Auf ein Ei. Schlage ich rein. Man könnte auch 2 nehmen. Mhm. Sind wir heute mal großzügig, wir nehmen mal 2. Mhm. Auf so eine große Schüssel nehmen wir 6. Mhm. 2 Eier. Etwas Salz. Salz gehört in jedes Gericht. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das verstärkt den Geschmack. Das weiß ja eigentlich jeder. Teelöffel, wa? Das war jetzt auf die Menge vielleicht ein Teelöffel. Ja. Aber ich bin für Salz nicht der richtige Ansprechpartner. Wir benutzen privat sehr wenig Salz. Mhm. Und auf diese Menge etwa, auf eine große Schüssel, sagen wir eine Tasse, auf diese Menge machen wir jetzt Milch. Mhm. Ich sage Milch, kenne ich von Landfrauen als Rezept, privat wenig. Hier sagen wir mal eine Vierteltasse. Mhm. Es ist alles auch ein bisschen Gefühl und man merkt dann, ob der Teig noch sehr fest ist oder nicht. Und auf die Menge würde ich jetzt erstmal das ein bisschen unterrühren, damit es nicht klumpt. Mhm. Ein bisschen. Und dann würde ich auf diese Menge, kommt nochmal Mehl, auf diese Menge etwa 2 Esslöffel Mehl. Mhm. Streuseln, damit man keine Klumpen hat. Aber keine gehäuften, wie gesehen. Naja, es geht ein bisschen nach Gefühl. Mhm. Ich bin jetzt hier nicht besser rangekommen. So, und dann wird im Prinzip es alles untergemengt. Und weil es sich am besten macht, und man weiß, mit Löffel ist es nicht einfach hin mit der Hand. Und mal richtig durchkneten und du siehst es. Es wird dann ein richtiger Teig. Wenn da mal noch ein Stückchen Zwiebel drin ist, dann nimmt man es raus. Wobei das eben, das ist immer bei der Maschine, der letzte Rest, der flutscht einen so durch. Ne? Und dann wird es einfach vermengt. Gibt einen schönen Teig. Man hört es quietschen. So sollte es auch sein. Sollte man jetzt noch extrem viel Flüssigkeit haben, dann nimmt man sie eben raus. Und wenn man jetzt brät, bleibt meistens in der Schüssel unten auch noch ein bisschen was Feuchtes übrig. Ist aber absolut kein Problem. So. Das war das Rezept der Landfrauen. Nun kann ich nur noch sagen, abbraten. Ganz wichtig, bei Kartoffelpufferbraten nicht am Öl sparen. Die sollten schwimmen, dann wären sie am schönsten. Und wenn man sie zu Hause macht und denkt, ach, Fett ist ungesund, ich mache ganz wenig, dann werden sie nie schmecken. Die müssen richtig im Fett schwimmen. Und man muss sie natürlich nicht mit tropfendem Fett essen. Nee. Man lässt sie abtropfen oder tut sie nochmal auf ein Stückchen Küchenkrepp. Ja. Und dann sind sie super. Zu empfehlen mit Apfelmus und Zucker oder nur Zucker. Okay. Ciao.